Herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Ich bin die Miri. Wir sind hier gerade in Crown Falls, weil uns der alte Nate mal wieder eine Taucherglockenaufgabe angeboten hat. Wir müssen hier auf jeden Fall auch unsere Schiffe beschützen. Oh, das wird hier direkt beschossen. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Angriffsformation. Dann werde ich jetzt mal hier meine Flotte losschicken. Dass die sich da erstmal drum kümmern. Unterdessen eine Siedlung errichtet. Muss ich mit Schrecken feststellen, dass unsere Bilanz sich total negativ entwickelt hat. Würde mich jetzt mal interessieren, woran das genau liegt. Adäquat. Aber es fehlt noch der Feinschliff. Womöglich liegt es daran, dass der Schmuck hier wieder fehlt. Schiff unter Beschuss. Naja, er kommt gerade. Er hat gerade hier wieder was geliefert. Okay, das reicht noch nicht mit dem Schmuck. Schokolade reicht ja aus. Ich könnte hier vielleicht noch mal ein paar Schmuckstücke dazu holen. Aber für 100 Brot ist jetzt auch kein guter gelöscht. Handel, muss ich schon sagen, ne? Und das mit dem Eisen reicht auch überhaupt nicht. Also wir brauchen deutlich mehr Eisen. Ich werde jetzt hier noch mal ein bisschen aufstocken. Bei der Kohle... Mal sehen. Schiff unter Beschuss. Bei Stein hätten wir übrigens mittlerweile die nächste Güterklasse. Dann werde ich das mal hier mit ersetzen. Darauf wollen sie sich jetzt also spezialisieren. Denn man kann immer nur so viele Sachen hier verbessern, wie sie hier in die Pyramide reinpassen. Nur wenn das hier blockiert ist, weil ich irgendwas drin habe, was ich derzeit überhaupt nicht handle, ja, das ist natürlich ein Problem. Jetzt sind die Steine auf jeden Fall verbessert. Die Nähmaschinen sind noch nicht so weit. Tja, was können wir vielleicht noch raushandeln? Wir können hier vielleicht einfach noch mal ein bisschen mehr Sekt nehmen. Dann sind wir immerhin bei 20 Tonnen Schmuck. Weiß nicht, ob das reicht. Und beim Brot, das übrigens auch nicht mehr so viel ist. Ich glaube, so viel kann ich gar nicht da auf einmal raushandeln. Sind wir auch schon bei 1000 übrigens. Wir können ja vorübergehend den Fisch wieder reinnehmen. Und dafür hole ich mir einfach noch mal ein bisschen mehr Kohle. Vielleicht. Probieren wir einfach mal so. Gut. Die Expeditionen haben sich wieder gemeldet. Piratenjagd. Eine Oper im Regenwald. So weit flussaufwärts wird es zu schmal und zu flach, warnt sie der Steuermann. Signore Cardinale weiter zu seinem Opernhaus im Regenwald zu begleiten, erscheint zusehends grotesk. Der große Kunstmäzen wirbelt frustriert seinen Schnurrbart. Wollte die Expedition die vor ihr liegenden Schwierigkeiten umgehen, so müsste sie eine nahegelegene Anhöhe überqueren, um den oberen Flusslauf zu erreichen. Ihr könnt jetzt entweder das Schiff über den Hügel transportieren, um den oberen Flusslauf zu erreichen, plus 40% Erfolgschance, oder vorsichtig versuchen, die enge Passage zu durchschiffen, auch plus 40%. Ich probiere es nur mit Navigation. Etwas vom Handwerk. Geschickte Navigation rettet ihr Schiff vor dem tückischsten aller Flüsse. Signore Cardinale zittert am ganzen Leib bei dem Gedanken, dass sein Traum jederzeit wie ein Flussdelfin stranden könnte. Aber dank guter Zusammenarbeit zwischen Vorderschiff und Ruder gelingt es während drei heikler Tage, jegliche Klippe zu umschiffen. Groß ist die allgemeine Erleichterung, als die letzte Windung umfahren ist und sich der Fluss wieder verbreitert. Na, das lief doch hervorragend. Ein paar Rationen bereitstellen und gut ist. Was hatten wir jetzt hier? Wir wurden angegriffen. Ja, gut. Wir haben das hier auf jeden Fall gesichert. Unser Bergungsschiff kann hier auflaufen und wir schauen uns die botanische Expedition an. Der Ausbruch, ja, den kennen wir schon. Da werden wir natürlich wieder auf die Festung feuern und hoffen einfach das Beste. Und es hat geklappt. Sehr gut. Kaum Moral verloren bisher. So, ihr kommt wieder zurück zum Hafen. Hier sollte ich vielleicht auch mal noch so einen Reparaturkran aufstellen.
Haben wir hier mit dabei? Da, da haben wir einfach mal mitten in den Weg gestellt. Jetzt muss der hier drum rum. Oder wollen wir das Ding vielleicht doch hier drüben? Das passt eigentlich auch ganz gut. Ist auch okay. So, was hat er mir jetzt gerade erzählt? Es wird wieder was angegriffen? Ah, da hat sich wieder ein Pirat durchmogeln können. Irgendwie... Eine kleine Atempause, um über alles in Ruhe nachzudenken. Schaut an, Leute, wir haben es geschafft. Sie haben recht. Gehen wir noch einmal in uns. Das ist der Waffenstillstand mit diesem Piraten. Gut. Können wir bei ihm auch noch irgendwie was rausholen? Friedensvertrag? Weiß nicht. Einschmeicheln vielleicht? Sie haben völlig recht. Meine Lieben sind gesund und am Leben. Das ist, was zählt. Gut, wir bieten ihm noch ein Geschenk an. Sie sind ein sehr vernünftiger Mensch. Ja, ich bin ein sehr vernünftiger Mensch. Und Friedensvertrag? Damit meine Tochter wieder lachen kann. Funktioniert auch. So, damit haben wir jetzt beide erstmal im Frieden drin. Das ist natürlich sehr angenehm. Gut, wo war ich zuletzt? In Imbesa. Haben wir uns zuletzt mit der Übersetzung einiger Schriften beschäftigt. Wir werden mal uns das nochmal anschauen. Schließen Sie das Entziffern der altenbesanischen Schrift ab. Meister der Entzifferung Teil 3. Über ihre Verben und Nomen wissen wir inzwischen einiges, aber der Eidstein hat noch mehr zu bieten. Da ist das Zeichen, das aussieht wie eine 3, das weder ein Nomen noch ein Verb zu sein scheint. Es ist in der Zeichenfolge... Das sieht aus wie eine gequetschte Sonne. ...zu finden. Hier verweist das Zeichen, was auch immer, wohl auf die Pranke eines gefährlichen Tiers. Ah, das soll eine Pfote sein. Vielleicht eines Löwen. Folglich glaube ich, dass die Pranke und die 3 gefährlich bedeutet, was, wie es in dem Satz Kashta gefährlich für alle erscheint. Ah, okay. Dasselbe Zeichen findet man im letzten Satz, aber in einer anderen Wortgruppe. Das war ja irgend so ein Eid. Vergangenheit, Reden und... dieses Zeichen, das vielleicht dann so ein Adjektiv ist. Eid entspricht, wie wir bereits gesehen haben, den ersten 4 Zeichen. Ich glaube, diese 3 weist auf ein Adjektiv hin, wie in gefährlich. Wie würden Sie die Sanduhr, das Sprechen und das hier übersetzen? Das heißt gehört oder gesprochen, aber das ist ja eigentlich eher Sprechen. Als hören, oder? Gut aufgepasst. Dieses Ding ist ein Wort, dem wir bereits begegnet sind. Es bedeutet sagen in der Vergangenheit. Wenn man am Ende die 3 hinzufügt, wird daraus gesprochen. Ich habe in der Abschrift aus der alten Bibliothek noch ein anderes Wort mit demselben Symbol gefunden. Plural. Und das hier, das würde ich mit reich übersetzen. Okay. Es gibt ein paar Zeichen, deren Bedeutung sich mir einfach nicht erschließt. So wie Punkt und das hier, das komische V. Ich vermute, wenn ein Zeichen ziemlich klein ist und keine Ähnlichkeit mehr mit dem hat, was es ursprünglich darstellte, ist es im Lauf der Zeit aus Bequemlichkeit vereinfacht worden, weil die Schreiber es so häufig verwendet haben. Mhm. Beispielsweise finden wir Punkt in der Wortfolge Waren, Punkt, Land. Diese Wortfolge steht in dem Satz und den Besa bietet Kashta für immer Waren von seinem Land an. Was bedeutet Punkt Ihrer Meinung nach? Waren. Von oder seinem Land? Von oder seinem? Ich weiß es nicht. Vielleicht eher von. Genau. Waren von seinem Land entspricht, ja, Waren von seinem Land oder in unserer Sprache würde man sagen landwirtschaftliche Produkte. Punkt ist eine Art Verbindungswort. Es gibt noch andere wie dieses V, was an und diese Looping, was bei bedeutet. Oh je, muss ich mir das alles merken?
Nun, wie es scheint, werden Personen, Figuren und Eigennamen nicht mit Nomen bezeichnet, sondern mit der Person. Außerdem sind Namen vereinfacht geschrieben, behalten aber ihre Bedeutung. Tahaka, der damalige König von Kashta, wird so geschrieben. Es ist eine Angel oder ein Messer. Ist auf jeden Fall ein Pfeil dabei und er. Amüsanterweise scheint sein Name ein schneidendes Messer darzustellen. Vielleicht war er ein schrecklicher Kriegstreiber oder ein Meuchelmörder. So oder so, hier wird noch eine andere Person genannt. Seba, geschrieben. Waren von Pflanzen. Wie Sie sehen, erscheint ein Punkt hier wieder nach Waren. Was glauben Sie, wie die Übersetzung Ihres Namens bedeutet? Ach so, Moment. Wir hatten ja auch schon mal hier reich. Dass das hier ein Adjektiv sein könnte. Reich an Pflanzen. Reich von Pflanzen. Eigentlich ist es doch von. Was mit reich? Ganz genau. Hier, weil Punkt auf Waren folgt, muss Waren mit reich übersetzt werden. Grammatikalisch ist das falsch. Reich müsste so geschrieben werden, aber Namen nehmen offenbar keine Rücksicht auf Grammatik. Ja, so ist das. Es ist vollbracht. Wir haben wirklich ausgezeichnet zusammengearbeitet. Ich habe alle Regeln in einem kleinen Buch notiert. Sie können es haben, wenn Sie es dem Gelehrten überbringen. Das sollte ihm für eine Weile die Arroganz nehmen. Beeilung! Akademische Durchbrüche dulden keinen Aufschub. Alle müssen von unserer Arbeit erfahren. Alles klar. Aha, das ist es. Das Lexikon von Yain Besa. Der Schlüssel zur alten Schrift. Eine Leistung von historischen Ausmaßen. Bringen Sie es zum Gelehrten. Er wird von Neid platzen. Ja, okay. Kleine Rivalität zwischen den Gelehrten hier. Schön. Ja, das hat doch schon mal gut geklappt soweit. Dann schauen wir uns mal hier an, wie es hier weitergeht. Haben wir hier mittlerweile Glas? Wir schlingern ins Ungewisse. Das erste Glas ist angekommen. Das heißt, wir können jetzt hier tatsächlich anfangen, die Laternen zu produzieren. Zwei Produktionsstätten funktionieren, haben wir gelernt. Das wäre auch so groß. Okay, dann müssen wir hier nochmal ein bisschen umbauen. Das hier jetzt einfach mal darüber. Ich fange jetzt mal mit einer Laternenproduktion erstmal an. Wobei wir eigentlich auch gleich beide bauen könnten. Ist jetzt nicht so, dass wir da wirklich sparen müssen. Haben Sie Hinweise auf die alte Schrift gefunden? Ich fürchte, meine Suche war ziemlich erfolglos. Tja, wir haben was geschafft. Ein vollständiges Lexikon in so kurzer Zeit. Unglaublich. Zeigen Sie her. Sicherlich steckt es voller Fehler und Mutmaßungen. Na. Der ist vielleicht unangenehm, der Typ. Gut. Unsere Bilanz ist gerade wieder nicht so schön. Gutachtet und nichts daran auszusetzen. Sie verdienen meinen Respekt und meine Hilfe bei der Übersetzung, falls Sie dies wünschen. Klar. Warum ist unsere Bilanz jetzt gerade wieder so dermaßen miserabel? Woran fehlt es hier genau? Besser als von mir prognostiziert. Wir haben doch alles Mögliche hier. Auf diesem sanften Zweig fühle ich mich wohl. Das ist unser gutes Recht. Also die haben doch hier alles. Also hier ist alles gut. Dann gucken wir mal nach Cap Trelawney, ob hier vielleicht irgendwo was fehlt. Herrlich. Nö, die findet es auch herrlich hier. Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Flugblätter schon wieder. Arbeiter sind soweit eigentlich auch zufrieden. Gut, wir haben hier natürlich immer noch nicht das Varieté aufgebaut. Ich mache das jetzt einfach mal. Kostet natürlich im ersten Moment noch erstmal Geld, aber das wird sich ja schnell ändern. Ja, gut, das. Die sind nicht ganz davon erfasst. Das ist schlecht. Wir könnten hier vielleicht noch mal ein bisschen nachhelfen. Mit einer Steinstraße. Kommen wir wieder ein Stückchen weiter, aber die da hinten. Nützliches Werkzeug. Gut, wenigstens die hier. Ich glaube, ich muss hier einfach noch ein paar Leute aufsteigen lassen. So.
So. Und hier machen wir auch noch weiter. So, dann werden wir hier noch welche aufsteigen lassen. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Sehr gut. Ja, die Bilanz ist wieder, wurde beendet. Wieder im grünen Bereich. So, hier müssen wir noch mal tauchen gehen. Bevor wir das noch vergessen. Oh, schön, wir haben den Ring. Den liefern wir ihm dann doch mal gleich. Abdrehen beginnen. Und gehen zurück nach Enbesa. Na, was fehlt euch? Ah! Nicht die letzten Rohstoffe verlegt. Ups! Hätte. Ich habe ja noch gar keine Kerzenzieherei gebaut. Ups! Ja, das machen wir dann mal schnell. Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Gut. Entziffern Sie die Inschrift auf der alten Mauer. Jetzt wird's spannend, Leute. Bin ich die neue Star-Übersetzerin hier? Sehen wir uns mal die Gravuren in der Mauer an. Sie stellen zwei Figuren dar. Eine hält den Schmuck von Wahadesha, die andere ähnelt den Priestern von Kidusi Anitoni mit ihren tätowierten Gesichtern. Zwischen ihnen ist eine Schale mit Pflanzen dargestellt. Sie symbolisiert einen Tauschhandel. Okay. Dank Binyams Lexikon kann ich den Text über die der Gravur lesen. Im 8. Jahr von Seba, der Blumenreichen, die Königin sprach. Das stammt aus der Anfangszeit in Besas, ein Zeugnis aus dem frühen goldenen Zeitalter. Der Text geht weiter. Das ist die Rede, die Königin gehalten hat. Möge dieser erste Handel den Beginn einer ewigen Freundschaft besiegeln. Zwischen zwei... dann haben wir Land, Menschen, Waren, Nomen, vertreten durch diese Männer. Bei diesem Wort bin ich mir nicht sicher. Länder oder Nationen erscheint mir am einleuchtendsten, aber es passt nicht zu der auf der Mauer dargestellten Szene. So, was haben wir denn? Wir können uns das hier nochmal anschauen. Hast du was anderes als abgenagte Knochen? Ja. Ja, ganz genau, wie ich es mag. So. Eins von... Land von Menschen, von vielen Menschen. Vielleicht bedeutet es auch einfach Inseln, ne? Ich dachte, die alte Schrift würde die beiden Wörter deutlicher unterscheiden. Aber fahren wir fort. Zwischen zwei glorreichen Inseln, vertreten durch diese Männer. Denn die einen brauchen die Pflanzen der Unsterblichkeit für ihre... Was ist das? Waren mit Wasser. Das ist ja Siegeln. Dann haben wir hier außerdem noch eine menschliche Handlung. Nomen. Okay. Punkt von... Was ist denn das für ein Symbol wieder? Leben. Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Also wenn sich das auf Leben bedeutet, wenn dieses Zeichen Leben bedeutet, wie wir es hier ja sehen, dann muss das hier Gesundheit heißen, offenbar. Es könnte aber auch Rituale heißen, wenn sich das auf besondere Pflanzen bezieht. Oh Gott. Jetzt wird's kompliziert. Tja, was bedeutet das jetzt? Ich bin mir jetzt echt ein bisschen unschlüssig. Ich halte das mit der Gesundheit für wahrscheinlicher. Einfach von der Logik her. Also wir haben ja herausgefunden, dass dieses Symbol hier... Wo haben wir es denn? Leben bedeutet. Und nach der Logik, die wir gelernt haben... Müsste das einfach dann Gesundheit sein? Würde ich meinen. Eine Gabe des Lebens, sagen Sie? Wahrlich eine poetische Beschreibung der Gesundheit. Also gut, vertrauen wir Ihrem Instinkt. Viel fehlt nicht mehr und der Text ist vollständig übersetzt.
Denn die einen brauchen die Pflanzen der Unsterblichkeit für ihre Gesundheit und die anderen brauchen die Felder für deren Anbau. Das letzte Wort ist im Plural und steht für eine Gruppe von Personen, aber was bedeutet das genau? Haben Sie eine Idee? Ich habe das Gefühl, dass unsere Entdeckungen, schlimme Folgen haben könnten. Okay. Also, wir haben heilig. Heilige Waren. Segeln. Und irgendeine Aktion. Plural und Menschen. Das ist dann wieder ein Name, oder? Oder eine Person. Tja, ich würde dann sagen, dass es vielleicht Priester sind. Weil heilige Waren, Segeln, Aktionen, das könnten Priester sein. Das ist jetzt irgendwie naheliegender als Bauern, muss ich sagen. Also würde ich sagen Priester. Möge dieser erste Handel den Beginn einer ewigen Freundschaft besiegeln, zwischen zwei glorreichen Inseln vertreten durch diese Männer. Denn die einen brauchen die Pflanzen der Unsterblichkeit für ihre Gesundheit und die anderen, die Priester, brauchen die Felder für deren Anbau. Das würde bedeuten, dass die Priester von Kidusi Anitoni die unsterbliche Anmut angebaut haben, um die Einwohner von Wahadesha zu heilen. Ich hoffe, sie sind sich der Tragweite einer solchen Behauptung bewusst. Wollen sie dem wirklich ihren Segen geben? Ist das jetzt irgendwie so ein Problem? Ich weiß ja nicht mehr, ob das Ding überhaupt richtig ist, was ich da gemacht habe. Aber ich würde sagen, die Übersetzung ist korrekt. Wir sagen jetzt einfach, es stimmt jetzt. Dann werde ich sie offiziell niederschreiben und auf das Beste hoffen. Wir stellen uns die Konsequenzen. Sind Sie ganz sicher? Gut, ich vertraue auf Ihr Urteil, auch wenn es merkwürdig erscheint. Okay. Was passiert jetzt? Wir heißen Sie hier willkommen und unterstützen Sie und Sie danken es uns mit teuflischen Lügen. Tja, was für Lügen? Ich meine... Für die Wissenschaft. Ja, für die Wissenschaft. Ich wusste gleich, dass ein Ausländer ein solches Dokument niemals übersetzen könnte. Gehen Sie zu Kitema und sagen Sie ihm, dass Kidusi Anitoni einen Beweis für ihre Herkunft hat und sich somit nicht fügen wird. Sollten Sie weitere Fragmente finden, dann bringen Sie diese bitte nach Kidusi. Ich werde sie mit Vergnügen entziffern. Ja, wir hätten da schon mal ein anderes Fragment hier. Flüchtige Übersetzung. Ja, war das jetzt hier falsch oder wie? Ein weiteres Fragment der alten Schrift. Ich bin hoch erfreut. Ja, bitteschön. Muss ich das jetzt auch übersetzen? Oh, ich muss das alles übersetzen, ne? Okay, Sie sagen, dass diese Inschrift im Orakel von Wahadesha gefunden worden sei, oberhalb einer Darstellung priesterlicher Figuren, die das Land bestellen. Wie überaus interessant. Mal sehen, was noch zutage kommt. Ja. Mal sehen, was wir hier haben werden. Also, Pflanzen waren... Moment. Pflanzen waren... Dann haben wir... Dieses Symbol, das kenne ich jetzt noch nicht so richtig. Das wissen wir nicht. Von irgendwas mit dem Spiralding und dem Berg. Das ist ja heilig. Heiliges Land. Ich erkenne diese letzten beiden Symbole. Der heilige Berg, das ist Kidusi Anitoni, da bin ich mir sicher. Und stand das nicht auch in der Mauerinschrift in der Bibliothek? Ja, vielleicht habe ich sogar recht. Bei dem ersten Teil bin ich mir unsicher. Ich erkenne nur, dass dieses Ding mit dem Dach genau wie die traditionellen Steintüren aussieht, wie man sie in den Gebäuden des goldenen Zeitalters fand. Aber, irgendeine Vermutung? Tja, was bedeutet das Ganze jetzt? Was das Beste für unsere Sache ist. Jetzt halt doch mal die Klappe, ich bin gerade am Übersetzen. Hafen von Kidusi Anitoni, Getreidespeicher von Kidusi Anitoni oder Tempel von Kidusi Anitoni. Weil das sind Pflanzenwaren. Bei Pflanzen und Waren würde ich sagen, dass Getreidespeicher irgendwie am naheliegendsten ist und nicht der Tempel oder der Hafen.
Also bei Hafen würde ich jetzt wenigstens mal so ein Wasserzeichen erwarten. Nehmen wir mal das. Ein Getreidespeicher. Ja, das ergibt Sinn. Aber die Konsequenzen, die Folgen für Kidusi und seinen Glauben. Wir brauchen einen belastbaren Beleg, einen archäologischen Beweis. Wenn es auf Kidusi Anitoni einen Getreidespeicher von dieser Wichtigkeit gab, muss es noch irgendwelche Überreste davon geben. Okay. Den müssen wir jetzt suchen, ja? Ein Getreidespeicher? Auf Kidusi Anitoni? Na, so etwas. Wenn er existiert hat, muss es Überreste geben. Ja, das glaube ich aber auch. Ein solches Gebäude muss kolossal gewesen sein. Ja. Ein solcher Getreidespeicher, wenn er denn existiert hat, dürfte sogar noch älter als die Bibliothek sein. Vermutlich stand er auf einer weiten, offenen Fläche und er wird Spuren hinterlassen haben. Eine weite, offene Fläche und er wird Spuren hinterlassen haben. Wählen Sie den Ort aus, an dem sich der Getreidespeicher auf Kidusi Anitoni Ihrer Meinung nach befunden haben könnte. Tja. Eine weite, offene Fläche. Da haben Sie nicht allzu viele hier. Was haben wir denn hier so? Zur Auswahl. Friedhofspforten werden es wohl vielleicht auch eher nicht sein. Angeschlagene Statue. Wir hätten noch den Tempel. Ein außergewöhnlich schönes Gebäude. Das muss der alte Tempel von Kidusi Anitoni sein. Eine Inschrift verkündet irgendwas. Yetbarok, der Erste der Elamais, euer Get des heiligen Tempels und Beschützer des Glaubens von Kidusi Anitoni, schrieb die heiligen Worte in den Stein des Berges. So, Was könnte das dann noch sein? Das ist ja das rituelle Becken. Eine alte Statue, vergessen und verfallen. Sie weist eine unverkennbare Ähnlichkeit mit den Statuen auf Wahadesha auf. Vielleicht stammt sie aus einer ähnlichen Zeit oder sogar vom selben Bildhauer. Uha, es wird immer geheimnisvoller hier. Hier wäre noch ein alter Hafen oder so, aber ich suche ja gerade einen Getreidespeicher. Mausoleum wird es wohl eher auch nicht sein. Ein Grabmal riesigen Ausmaßes, reich verziert mit Adlern und Sonnen, Zwergen und allen anderen Bewohnern des Tals. Über dem unfertigen Eingang prangt eine strahlende Sonne, auf der niedergeschrieben steht: Tempel der Jahrmillionen des Königs Su. Der Rest des Namens wurde absichtlich aus dem Stein geschlagen. Aha. War wohl jemand unzufrieden mit ihm? Friedhofspforten? Totenstadt, nee. Das sind auch einfach irgendwelche anderen Sachen. Ja, wie könnte das jetzt sein? Auf die weiten, ungenetzten Fläche der Insel zu konzentrieren. Könnte der Getreidespeicher noch älter sein als die alte Bibliothek? Ja, ich meine, so viele weite, offene Flächen haben wir jetzt hier einfach nicht, ne? Schon gar nicht ungenutzt. Zerbrochenes Grabmal ist, glaube ich, auch irgendwas anderes. Was haben wir hier? Auch was anderes. Wo ist der Getreidespeicher? Ich fange hier allmählich an, Sachen ganz wild anzuklicken. Ich meine, hier unten ist irgendwie ein Zugang. Und so ein Kanal. Ist was da drunter? Oh, schau an. Hier geht's auf jeden Fall noch drunter. Verbrannte Tafel. Aha, das mal. Mir dünkt, wir haben es. Ich hätte wissen müssen, dass der Getreidespeicher an einem heiligen Ort gestanden hat. Wo auch sonst in einem Land ohne Getreide. Ach so, einfach direkt da drunter. Ja, da hätte ich mal natürlich mal drauf Welche kommen können. Welche Ausmaße? Und diese Fülle an Artefakten? Wir müssen sie natürlich zunächst einmal katalogisieren. Die Glyphen, die in die gebrannte Lebentafel geritzt sind, besagen: Ich, Gadis, befinde mich in den letzten Zügen meines Lebens, bevor die Göttin mich empfängt. Ich, Gadis, Hüterin der unsterblichen Anmut, habe in meiner Aufgabe versagt. Der Feind brennt unseren Getreidespeicher nieder und hat mich darin eingeschlossen mit. Nach einem unleserlichen Abschnitt ist der Text wieder zu entziffern. Samen der unsterblichen Anmut könnten für immer verschwinden. Dies ist das letzte Zeugnis des Verrats des Königs von Kashtar, der unsere heiligen Blumen stehlen und uns zerstören wollte. Möge der Herr mich zu sich holen und jedem das zuteil werden lassen, was er verdient, wenn seine Zeit gekommen ist. Oha!
Oha, Leute. Welch eine Enthüllung. Wir hatten recht mit unserer Übersetzung. So viel Sprengstoff sie auch bietet. Und werden uns das in der nächsten Folge natürlich weiter anschauen. Genau inspizieren, was wir hier alles finden können. Und was die Wahrheit ist über Kidusi. Bis dann, macht's gut, eure Miri.